4 Kinder der Familie Kutschenreuther aus Bad Wörishofen. 15 waren es mal. Und da den Eltern ab dem 9. Kind die Vornamen ausgingen, nahmen sie das ABC zu Hilfe. Albert, Bellamin, Celine, Dietmar, Ewald und Fidelis. Leben in der Großfamilie. Wie war das? Ich hab's sehr schön gefunden, weil man doch nie eine Langeweile hat. Es ist immer gibt's was zum Tun und zum Sehen und immer gibt's Probleme und immer gibt's Lösungen und immer ist was los. Wir haben uns im Allgemeinen ganz harmonisch verstanden. Wir haben unsere Probleme gemeinsam gelöst und auch unsere Freunde gemeinsam geteilt. Am Valentinstag 1921 heirateten die Eltern in der Wörishofener Kirche. So steht es im Matrikelbuch des Pfarramts geschrieben. Ab 1923 kamen die Kinder fast im Jahresrhythmus. Dass so viele geboren wurden, lag an der festen Verwurzelung der Eltern im katholischen Glauben. Weihnachten ist der Nikolaus gekommen. Zu all. Ich glaube, 4, 5 Nikolaus sind gekommen. Wir waren natürlich viele Kinder, das war für die Spaß. In einer Großfamilie lernt man, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Unwichtig ist, was der Nachbar, was sonstige Menschen über einen denken. Wichtig ist, dass man sich mit sich selber im Reinen ist. Fidelis Gump ist die jüngste der 15. Sie wird am nächsten Tag 75. Und deshalb backen die 4 Geschwister einen Geburtstagskuchen. Älteste in der Runde ist Gabriele Liebel, an 5. Stelle mit 89 Jahren. Gleich nach ihr kam Bruder Gerhard zur Welt. Anna Priller ist Nummer 8. Harmonie ist bei 15 Kindern nicht selbstverständlich. Es gab auch mal schwierige Phasen. Nach dem Tod von unserem Vater hat es ein bisschen gerumpelt, kann man schon sagen. Der hat ein Mordsvermögen hinterlassen und da ist es immer nicht ganz einfach. Aber nachdem das alles zur Zufriedenheit aller abgeschlossen wurde, sind wir wieder eine Einheit geworden. Ich wollte selber nie so eine große Familie haben, weil man eigentlich doch auf vieles verzichten muss. Denn die Eltern haben nicht so viel Geld gehabt, dass sie uns das alles kaufen haben können, was andere Kinder gehabt haben. Ich habe schon sehr viel arbeiten müssen in meiner Jugend, denn meine 3 Geschwister, die waren bereits in der Lehre. Ich war das 4. Mädchen und ich war dann die Haushaltführerin für die anderen Geschwister. Es waren dann immerhin nur noch 9. Auf dem Friedhof in Bad Wörishofen ist das Familiengrab der Kutschenreuthers. Eine Schwester ist erst vor wenigen Wochen gestorben, hochbetagt. Wie fühlt es sich an, wenn es immer weniger werden? Wir sind noch nicht so weit, dass wir da beerdigt werden. Trotz alledem schauen wir uns die Sache an, wo wir mal hinkommen. Vermeiden können wir es nicht. Ich denke viel über das nach, weil ich heute die Jüngste bin. Einen nach dem anderen gehen sehen müssen, ist schwer. Man rückt im Alter deshalb näher zusammen, weil die eigene Familie aus dem Gröbsten raus ist. Und dann besinnt man sich auf seine Herkunftsfamilie und denkt sich, da war doch was. Ich habe meine Schwester, die vor kurzer Zeit gestorben ist, im Altenheim noch besucht. Und da war immer wieder, hat sie gesagt, gell, mein haben wir uns alle. So ist es. Wann sich die Geschwister das nächste Mal sehen, wissen sie noch nicht. Die Wege sind im Alter eben doch beschwerlich. Aber der Zusammenhalt wird bleiben.